Er hatte seinen Spaß und jetzt will er weg. Dreckskerl. Ja, dann kann man wirklich schon Dreckskerl sagen, also wirklich. Alles hier rechtfertigt. Wahrscheinlich wird uns ein paar Lügen auftischen. Hallo, Captain Ronald Taylor. Was sagen Sie hierzu? Sie sind hier. Ich wusste, dass eine ordentliche Truppe es problemlos schaffen würde. Tut mir leid, dass die Mechs ihre Panzerung ein bisschen in Unordnung gebracht haben. Ich besorge Ihnen was Hübsches, wenn wir wieder im Gebiet der Allianz sind. Ich erwarte nicht unbeträchtliche Gehaltsnachzahlungen. Was ist mit Ihrer Crew? Amtierender Captain. Totalverlust. Die giftige Nahrung hat sie alle durchdrehen lassen. Sie haben mich bei einer Art Ritual hier aufgestellt. Es war die Hölle, auf eine Chance zu warten, endlich ein Signal absetzen zu können. Was Besseres fällt Ihnen nicht ein? Lassen Sie immer zu, dass Ihre Leute Widerworte geben? Ach, wer sind Sie überhaupt? Commander Shepard von der Normandy. Mr. Taylor kennen Sie ja vermutlich schon. Taylor? Jacob? Nein, nicht Jacob. Warum nicht? Was hier 10 Jahre lang abgelaufen ist, würde auf niemanden in der ganzen Galaxie anders wirken. Du musst verstehen, das bin nicht ich. Die Erfordernisse eines Führungspostens verändern dich. Und ich war dafür noch nicht bereit. Ich habe dafür gesorgt, dass du alles Nötige weißt, bevor ich wegging. Ich hatte gehofft, damit wäre es erledigt. Mit mir kann man wirklich reden, Captain. Aber 10 Jahre? Was ist geschehen? Verdammt nochmal! Warum hast du das deiner Crew angetan? Es gab Widerstand gegen den Plan. Eine Meuterei! Wir mussten hart durchgreifen, um Ordnung zu halten. Und die Dinge haben sich wieder beruhigt. Als der Verfall losging, haben wir dafür gesorgt, dass die Crew es bequem hatte. Manche schienen sogar zufrieden zu sein als vorher. Unwissenheit ist ein Segen, richtig? Und sie waren dankbar dafür, dass sie geführt wurden. Es war wie ein Instinkt. Mit totaler Autorität war es einfach. Zunächst. Nach einigen Monaten senkte der Effekt alle Hemmschwellen. Sie wollten ein Revier. Rang und Vorschriften bedeuteten ihnen nichts mehr. Wir mussten ein Herrschaftssystem etablieren. Nach einer Weile war anscheinend alles wieder normal. Ist das alles?
Du hast einen Harem geschaffen und König gespielt. Und 10 Jahre lang in einer Pubertätsfantasie gelebt. Ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt plötzlich alles schief ging. Aber als das Signal bereit war, schien es mir keine gute Idee mehr zu sein, die Vorfälle publik zu machen. Wir können diesen Leuten helfen. In ein paar Tagen können Cerberus Schiffe hier sein und alle wegbringen. Er ist den Treibstoff nicht wert und auch nicht die Luft, die er atmet. Er kann von Glück sagen, dass er es nicht mal wert ist, dass man seinetwegen den Finger am Abzug krumm macht. Ich weiß nicht, wer du bist. Der Vater, den ich kannte, bist du jedenfalls nicht. Wir bringen ihn vor ein Allianzgericht. Für jedes Jahr hier wird er 10 bekommen, in denen er über alles nachdenken kann. Er wird alle Zeit der Galaxie brauchen. Denn wer so etwas tut, hat keine Ahnung mehr von richtig und falsch. Tut mir leid, Jacob. Ich habe mein Bestes getan. Vor 10 Jahren hätte ich das noch geglaubt. Oh Mann. Das lief ja nicht so toll für Jacob. Allianzschiffe sind auf dem Weg hierher, um Captain Taylor und seine Crew abzuholen, Commander. Bis sie ankommen, sind wir längst weg. Sie sollen nicht mal unsere Rücklichter sehen. Wird gemacht. Was soll das heißen? Sie waren es nicht. Jacob, wenn ich die Information über die Gernsback hätte durchsickern lassen, würde ich angesichts ihrer Lösung der Situation jetzt lächeln. Ich lächle aber nicht. Ja, wenn man sich so auf den Kopf stellt, dann sieht es doch wie ein Lächeln aus. Nichts passiert auf diesem Schiff, meinem Schiff, ohne einen Bericht darüber an Sie. Ich hatte genauso wenig Veranlassung zu glauben, dass Jacobs Vater noch lebt wie er selbst. Aber es freut mich zu erfahren, dass Sie die Situation gemeistert haben. Also schön. Sie waren es nicht. Wer dann? Ich war's. Das passt. Wer sonst hat Zugriff auf die Kanäle von Cerberus? Es war nicht mal geheim oder so, nur seltsam. Es gab mal eine Zeit, als das für Sie von Bedeutung war. Die Information loszuschicken war wie das Einlösen eines alten Versprechens. Und ich halte meine Versprechen. Miranda, wir besprechen Ihre liberale Auslegung des Sicherheitsprotokolls unter 4 Augen. Shepard? Jacob? Steht auf dich. Ist alles in Ordnung, Jacob? Alles unwichtig, Shepard. Captain Taylor kann auch im Knast verrotten. Es ändert nichts daran, wer ich bin oder was ich weiß. Den Mann, der er einmal war, habe ich längst betrauert. Vermutlich war er als Vater gut genug. Denn nicht mal er kann ruinieren, was er mir früher mal beigebracht hat. Sie hatten keine Ahnung, dass Miranda dahinter steckte? Nein. Sie hat ein gutes Gedächtnis. Selektiv, aber gut. Ich hatte an diese Zeit schon ewig nicht mehr gedacht. Trotzdem weiß ich nicht, was für ein Versprechen sie meinte. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Sie verdient einen besseren Mann als mich. Ach komm. Kommen Sie, wir haben noch einiges zu tun. Zu Befehl, Commander. Shepard, danke für die Hilfe. Jederzeit, Jacob. Ja, somit haben wir seine Loyalität gesichert. Da wollen wir auch mal schauen, was für eine Verbesserung am Schiff er für uns parat hält. Danke für den Abstecher zur Gernsback, Shepard. Ich weiß es zu schätzen, dass ich die Sache in Ordnung bringen konnte. Und keine Sorge, es hat keinen Einfluss auf meine Arbeit. Es ist vorbei. Ach ja, Normandy Upgrades. Irgendwelche Ideen, wie wir uns auf die Kollektoren vorbereiten sollen? Wie gesagt, ohne Upgrade der Hülle wird es Tote geben. Ich habe noch ein paar Gefallen bei der Allianz gut, sofern sie über die nötigen Ressourcen verfügen. Na mal gucken. Ach, können wir uns sogar leisten, super. Panzerungsupgrade der Normandy. Die Silaris-Panzerung der Asari wurde als Upgrade an der Außenstruktur des Schiffs angebracht. Sie hält das Schiff zusammen, auch wenn es einen Treffer einsteckt, der seine Schilde normalerweise durchdringen würde. Nur her damit.
Mordin, wie geht's denn meinen alten Quasselstrippe? Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Später vielleicht. Versuche zu ermitteln, wie das Schuppenjucken an Bord der Normandy kam. Eine Geschlechtskrankheit, die ausschließlich von Varen übertragen wird. Schlussfolgerung beunruhigend. Noch etwas? Ja, das würde ich auch gern wissen, denn Varen waren doch diese hundeartigen Viecher, die uns immer angegriffen haben, also... Okay, möchte ich wissen, wer auf der Crew so einen Tierfetisch hatte? Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ich weiß nicht, was ich von Grunt halten soll. Mein Psychoreport war über O'Kear. Wir haben keine Garantie, dass Grunt mental stabil ist. Es kommt mir so vor, als sei ihm absolut alles egal, einschließlich wer lebt oder stirbt. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Jack würde gerne in Ihrem Unterschlupf auf dem Maschinendeck mit Ihnen sprechen. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Jack würde gerne mit Ihnen reden, ja, ich weiß. Commander. Shepard, wie ich sehe, haben Sie O'Kears Krogan aufgeweckt, eine riskante Entscheidung, aber Sie haben bei dieser Operation freie Hand. Wenn Sie sicher sind, dass er ein nützliches Gruppenmitglied abgibt, haben Sie meine Unterstützung. Wir brauchen in dieser Schlacht jede Waffe, die wir kriegen können. Sollte sich dieser Grunt als unzuverlässig erweisen, sodass man ihn eliminieren muss, verlieren Sie die Leiche nicht. Er basiert zumindest teilweise auf Kollektorentechnologie und könnte nützliche genetische Daten liefern. Aber wie gesagt, Sie haben freie Hand. Sind Sie zu klein? Oh nein, nee, das werde ich nicht vorlesen. Das ist so ein Penisvergrößerungswerbung. Wer sich das durchlesen will, der kann ja auf Stopp drücken. Also ich würde mal sagen, Shepard braucht das nicht. Therapie. Han Ola, Shepard, Sie sagen, Sie seien am Leben, hätten den Tod überlistet. Dass diese Nachricht nicht nur ein sinnloser Teil meiner Therapie wäre, Sie sagen viele Sachen. Ich lebe noch. Sie ist immer noch tot. Ich habe gehört, Sie haben Venesia getötet. Gut gemacht. Noch eine Frau, an deren Tod ich beteiligt war, falls meine Informationen dabei geholfen haben. Sie wollen, dass ich Ihnen danke, wären Sie nicht aufgetaucht. Hätten uns die Rachni alle umgebracht und das wäre auch gut so gewesen. Warum ich und nicht Sie? Warum sind Sie nicht früher darauf getaucht? Sie glauben, Sie kriegen mich wieder hin. Aber vielleicht sind Sie gar nicht zurückgekehrt. Vielleicht bin ich gestorben. Vielleicht habe ich diese Tür gar nicht rechtzeitig geschlossen. Vielleicht habe ich sie offen gehalten, um mir eine Chance zu geben. Und dann hat der Rachni meinen Anzug aufgerissen und ich wurde dort auf Gipfel 15 verstrahlt. Vielleicht bin ich ein Märtyrer und das ist nur eine schreckliche Halluzination vor einem wunderbaren Leben nach dem Tod. Aber falls nicht, dann danke. Han Ola, ach... Der komische Typ da, der uns in der verseuchte Station gelassen hat, dass wir das Gegenmittel machen können. Ah, okay. Der lebt immer noch. Wow. Robin Reeve, können Sie helfen? Commander, ein hinsiger Allianz-Soldat hat mir diese Kontaktadresse gegeben. Hoffentlich erreicht sie meine Nachricht. Wie gesagt, Sie würden versuchen, diese Kollektoren aufzuhalten. Sie haben meinen Sohn und meinen Bruder mitgenommen. Haben Sie sie gefunden? Wissen Sie, wo Sie sind? Ich weiß, Sie sind auf der Suche, aber so viele Menschen sind einfach verschwunden. Jede Familie hat jemanden verloren. Das Schlimmste sind die Kinder. Die leeren Bänke in den Schulen, Winterkleidung, die niemand trägt. Bitte, die Allianz unternimmt nichts, der Rat unternimmt nichts. Wenn Sie eine Chance sehen, dann bitte ich Sie. Unternehmen Sie etwas und sagen Sie mir, was Sie dazu tun kann. Sagen Sie mir irgendwas, Robin Reeve. Oh Mann. Shadowbroker. Mhm. Wir wissen, dass Ihre alte Freundin Liara Tissoni den Shadowbroker seit mehreren Jahren jagt. Da dieser mit den Kollektoren zusammengearbeitet hat, würden wir ihr dabei gerne helfen. Wir haben kürzlich einige Informationen erhalten, die Liara vielleicht einen Hinweis darauf geben, wo sich die Operationsbasis des Shadowbroker befindet. Aber leider traut sie ihre Informationen von Cerberus nicht. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie auf Ilium besuchen und ihr die Informationen als Geste des guten Willens überreichen würden. Na dann,